Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Humble but Bold Kamuschka Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Creatorin, mit der das in Kombination oder in Kooperation entstanden ist, kenne ich leider nicht. Und ich kenne auch die Firma Humble but Bold nicht, aber es ist ein Adventskalender, der 129 Euro gekostet hat und einen Warenwert von 400 Euro haben soll. Und ich erwarte hier Food drin, ich erwarte hier auch so ein bisschen Beauty und bin sehr gespannt, was hier drin ist. Der ist wunderschön aufgemacht. Also das ist echt ein hübscher Adventskalender und der ist auch richtig hübsch zum Weiterbefüllen. Ne? House of Dreams steht hier drin und dann noch so dies, das, Ananas. Und ja, nicht nur ich habe den bestellt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal von Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut gerne nach meinem Video bei ihr vorbei. Ja, das Schätzelein kommt in den Hintergrund und wird jetzt geplündert. Aber riesige Beauty-Produkte erwarte ich jetzt hier nicht so unbedingt drin, denn der ist doch relativ klein und schlicht und weiß ich noch nicht genau. Hier habe ich zuallererst von Dermacell, das ist mal eine neue Marke für Adventskalender, die Hyaluron-Tuchmaske. Das soll 24 Stunden Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure und Kaktusmilch geben. Das finde ich schön. Ich mag gerne solche Tuchmasken, verwende ich gerne abends, einfach so als Erfrischung nach einem langen Arbeitstag. Das ist richtig klasse. Und solltest auch du übrigens Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Wir sind jetzt gerade, wo ich auf mein Handy geguckt habe, 40.000 geworden. Leute, ihr seid so krass. Vielen, 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 vielen Dank. Da kommt noch was richtig Großes auf euch zu. Also ich mache eine 40.000 Abonnenten-Verlosung, wo ich auch dann 40 Gewinner ziehen werde und ja, stay tuned, das kommt sehr bald. Der 2. Dezember ist genauso groß wie der 1. Und hier, huch, haben wir Ohrringe von Lua Maya drin. Wie schön, waren die auch im Adventskalender? Weiß ich nicht. Oh, das finde ich richtig cool. Also in so einem Säckchen. Und so schauen die aus. Das ist halt auch einfach mal was anderes, ne? Das sind richtig schöne Tropfenohrringe. Die mag ich mega gerne leiden. Sehr schön, sehr edel. Lua Maya ist ein Kooperationspartner von mir. Deswegen freut es mich umso mehr, dass die in diesem Adventskalender auch hier vertreten sind. Cool. Schaut doch gerne bei meinem Video vorbei. Ist im i verlinkt hier oben, ne? Zu dem Lua Maya Adventskalender. Der ist definitiv ein Blick wert. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier ist ein Täfelchen drin. Nie und immer. Das Kartenspiel zum Podcast kenne ich jetzt so nicht. Vielen Lebensfragen verpassen wir ein alltägliches Kommt drauf an. Doch was, wenn das nicht erlaubt ist? Eindeutig Stellung beziehen. Nie oder immer. Wow, das ist crazy. Und das ist auch extra von Humble but Bold und Kamuschka mit 20 Karten designt worden. Komm, wir machen das jetzt mal ganz wild. Jetzt sehr privat hier, Leute. Ne? Wir haben jetzt hier die Karten. Dann ziehe ich mir eine und die ist rosa, die finde ich hübsch. Nie und immer, muss ich dann wirklich sagen, dem Gegenüber sagen, ach so, wenn er oder sie etwas zwischen den Zähnen hat. Nie oder immer? Immer. Tatsächlich. Ja, bin ich ehrlich. Das ist etwas, was man schnell ändern kann und dementsprechend ist es auch immer sinnvoll, finde ich persönlich. Und ja, ich würde es mir manchmal wünschen, dass ich nicht allein in diesem Raum bin oder dass Sammy reden könnte, um mir zu sagen, du hast Lippenstift auf den Zähnen, du hast Spinat zwischen den Zähnen oder so. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn man das macht, ne? Einfach um dem Gegenüber halt eine Peinlichkeit zu ersparen. Hier haben wir die Nummer 4 und dort drin haben wir, hey du, entferne die Schutzfolie der Klebefläche und befestige den selbstklebenden Saugnapf an deinem Handy oder deiner Handyhülle. Das habe ich schon bei so vielen gesehen. Das hat auch Kamuschka entsprechend ausgewählt. Aha. Hier wird es schwierig, die Preise für rauszufinden, ne? Weil ich weiß gar nicht, wo man das kaufen kann. Dass viele dann halt, wenn sie irgendwelche Aufnahmen mit ihrem Handy machen oder Selfies oder so, das einfach irgendwo so dran geklebt haben. Und finde ich total cool. Ich habe zwar immer so mein, ne, man muss sich dann entscheiden, möchte ich hier so einen Bommel haben, wobei man kann das auch hier unten. Nee, das geht nicht. Musst du entweder oder machen, ne? Kriegst du nicht zusammen dran. Wenn die mal irgendwann so ein Popsocket machen würden, der hinten dran auch noch Saugnapf hat, das wäre cool. Der 5. Dezember ist etwas schwerer unterwegs und hier haben wir wohl ein Serum oder so drin. Fleur Balance, 30 ml, 21% Alkohol. Oh, eine Kräuterspirituose steht hier drauf. Hä? Was macht der denn? Weiß ich nicht. Frauenmantel, Passionsblume, Schafgabe, fleurshop.de. Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie dann irgendwie hier auch so ein Heftchen oder so mit beipacken, dass man weiß, was das ist und was das machen soll. Gut, hier steht Balance drauf. Wahrscheinlich soll es einen entspannen, ne? Nahrungsergänzungsmittel in Adventskalendern feiere ich nicht so sehr. Die 6 ist besonders groß und das ist Nikolaus.
Hä? Was bist du denn? Ein Mini Washback Sandstone. Aha. Von Captain and Son. Oh, edel, edel, sprach der Wedel. Ja, das ist halt einfach so eine Tasche, ne? Das ist so eine kleine Reisetasche. Da kann man seine Utensilien reinmachen. Das ist, wenn man über die Feiertage verreist oder so, dass man alles mit dabei hat. Süß. Der 7. Dezember. Ah, hier haben wir Hitchis drin. Das ist süß. Nee, das ist sauer. Saure Drachenzungen. Bristlebälle sind hier drin enthalten. Und das ist einmal diese Verpackung hier. Ja, Nicole und ich haben auch den Hitchis Adventskalender ausgepackt. Der war lecker. Ne? Also allerhand davon ist schon in meinem Bauch und auf meinen Hüften. Aber 100 Gramm sind hier drin enthalten. Aber leider wurde da das, der Preis von dem Adventskalender nicht durch den Wert der Produkte erreicht. Das war ein bisschen schade. Aber cool, dass wir das hier drin finden. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh, hier sind zwei Sachen drin. Wie cool. Aber sie wollen nicht raus. Sie stecken fest. Hallo? Die kleben zusammen. Und die kleben einfach zusammen. Okay. Einmal habe ich hier Hydro Protect, dein Geschenk. Ultraleichte Textur mit Lichtschutzfaktor 50+. Das finde ich richtig schön. Ich weiß nur nicht, wie viel da drin sind. Das steht hier gar nicht drauf. Nur ein paar Milliliter. Und die Hyaluron-Filler mit Dreimal-Effekt. Tag, Lichtschutzfaktor 30. Anti-Age, alle Hauttypen, Tüdelü. Das dürften 50 Milliliter sein hier. Genau. Und das ist einmal dieses Duo. Also, ich weiß nicht, ob das zusammen funktioniert. Das müsste man mal ausprobieren. Weil normalerweise ist so meine Erfahrung, dass wenn ich in der Tagescreme Lichtschutzfaktor drin habe, dass alles, was ich an Lichtschutzfaktor drüber gebe, leider krümelt. Und deswegen verzichte ich gerne darauf, in Tages Pflege schon Lichtschutzfaktor drin zu haben, weil ich mir eh nicht genug davon auftragen werde, um auch wirklich den Schutz zu erreichen. Ne? Aber ich finde es schön, dass wir hier eine Tagescreme drin haben und es ist halt besser haben als brauchen, um es mal so zu sagen. Ich glaube, meine Mama wird sich darüber freuen und ansonsten hat man hier nochmal für Umme dann ja quasi mit dabei nochmal so ein bisschen mehr Lichtschutzfaktor. Es ist schon schön gemacht, das muss man sagen. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über sowas Schmaleres freuen. Das heißt aber nicht, dass hier nichts Cooles drin ist. Ne? Hier haben wir The Days Go By, The Magic Stays. Oh, ein Kugelschreiber, wie cool. Auch von von Humble But Bold. Das ist ja auch cool. Also scheint Humble But Bold auch so ein bisschen so eine Schreibwarenmarke zu sein, wenn ich das richtig jetzt hier so interpretiere. Man hätte sich ja auch im Vorfeld informieren können. Du hast hier separat auch noch eine Mine mit drin. Da muss man halt hier vorne dieses Wachs entfernen, weil das machen tatsächlich hochwertige Firmen oft, damit es nicht austrocknet. Und das ist wirklich ein schöner Kugelschreiber. Sowas hat man doch gerne in einem Adventskalender drin. Sehr edel. Schön. Also bislang macht der Adventskalender Spaß, ne? Der ist abwechslungsreich. Wir haben hier wirklich nicht so ein Billo-Kram drin. Es sind halt auch einfach mal so Marken, die man gar nicht auf dem Schirm hat oder sonst nicht mit einem Adventskalender in Verbindung gebracht hätte. Macht Spaß. In der Nummer 10 darf es mit einer etwas größeren Box weitergehen. Und hier haben wir drin eine Wimpernzange von Evelyn. Klasse. Ersatzgummis sind hier auch irgendwie noch mit drin. Wimpernformer inklusive zwei Ersatzgummis. Das ist ein schönes Produkt, was man auch gut gebrauchen kann. Ich verwende die ja von Catrice immer. Ne? Oh, fühlt sich richtig schön an, dieses Matte, ne? Finde ich großartig. Das macht einfach mehr mit den Wimpern, wenn man eine Wimpernzange verwendet. So. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember, enthält auch wieder was Leichteres, aber das ist nichts Minderes. Also Dr. Barbour, 3x2 Milliliter von den Ampullen, Ampoule Serum Concentrate, Hyaluronsäure, Rejuvenating und Instant Soothing. Das scheint auch mal andere zu sein. Also einfach mal so ein anderes Dreier-Set. Ne? Das kennt man ja sonst auch von anderen Adventskalendern. Das ist jetzt hier auch noch zu. Wenn ich das jetzt aufmache, ist halt auch irgendwie blöd, aber ich kann es so zum Spicken mal rausnehmen. Ne? So schaut es aus. Finde ich klasse. Einfach cool, sowas reinzumachen. Und wie gesagt, hier auch wieder etwas anders als das, was man so normalerweise kennt. Schön. Halbzeit. Der 12. Dezember ist jetzt hier bei mir. Und auch hier wieder ein großes Produkt drin. Von Keybag, wie witzig ist das denn? Ist das eine Kissenhülle? Das finde ich witzig. Nicht komisch. Achso, du hast ja auch noch einen Rabatt mit dabei, 10%, wenn du möchtest. Und das scheint mir eine Kissenhülle zu sein. Ja, lasse ich jetzt aber mal genauso, wie es ist, denn wir haben echt viele Kissenhüllen in letzter Zeit auch irgendwie bekommen und so weiter. Die sieht aber sehr, sehr hübsch aus, ne? Also auch sehr weich fühlt die sich an, dass die jetzt nicht irgendwie kratzig ist, wenn man die als Couchkissen nimmt, um dann auch mal ein Mittagsschläfchen drauf zu machen.
Das finde ich cool. Der 13. Dezember ist etwas schwerer unterwegs. Und hier haben wir was drin von Dr. Med Christine Schrammeck. Mhm. Hyaluron Performance Serum, Beauty Elements, Booster für Feuchtigkeit und Regeneration. Das ist cool. 30 Milliliter sind hier drin. Und ich glaube, jeder von uns kann Feuchtigkeit für die Haut gebrauchen. Und dann macht es Sinn, dass man sowas in einen Adventskalender gibt, wo man nicht weiß, wer es halt auspackt. Huch. Und die Marke finde ich interessant. Die habe ich noch nie gehört. Das finde ich sehr positiv einfach auch mal. Ne? Ja, schön. Also ein Serum kann man gut gebrauchen. Serum, Gesichtscreme, da ist es schon mal ganz gut hier auch was mit dabei. Ne? Der 14. Dezember, ach schön, Three Bears. Hier hast du auch noch einen Code mit dabei, wenn du möchtest. Und das ist fruchtige Kokosnuss. Und damit kann man sich mit den 50 Gramm auch ein Porridge machen. Das machen wir aktuell sehr viel für Julius. Und dann schnibbeln wir halt frische Früchte damit rein. Ne? Das ist süß. Auch den Adventskalender haben wir ausgepackt und fanden wir nicht ganz so optimal, aber... Ne? Der 15. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen und da haben wir eine Dose oder ein Sprayer drin. Trockenschaum von Feschi. Save the Day. Auch hier kriegst du noch einen Code, wenn du möchtest. 100 Milliliter sind hier drin. Ja, also ich persönlich, also ich glaube, das war so ein gehyptes Produkt. Ne? Ich verwende halt kein Trockenshampoo, deswegen ist es nichts für mich. Aber ich glaube, viele, die den Adventskalender auspacken, freuen sich darüber. Das ist irgendwie auch immer so, also meistens hier im Wechsel, ne? Beauty und Nicht-Beauty. Schön gemacht, muss ich sagen. Der 16. Dezember. Oh, ein Säckchen haben wir hier drin von Eulenschnitt. Oh, da habe ich auch schon allerhand von gekauft, weil ich da auch schon Gutscheine von bekommen habe. Merry Christmas. Ah, hier ist auch noch ein 10-Euro-Gutschein, wenn du möchtest, ne? Das ist wahrscheinlich alles im Wert auch irgendwie mit inbegriffen. Also ich weiß nämlich nicht teilweise, wie ich hier die Preise rausfinden kann. Das wird ein bisschen schwierig. Wir haben hier 5 Würfel drin. Da kannst du ein bisschen was spielen, wenn du möchtest. Also in jeder normalen häuslichen Spielesammlung darf sowas eigentlich nicht fehlen, ne? Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und da ist bestimmt wieder Beauty drin. Ja, im weitesten Sinne. Das ist ja halt so ein von Oh April. So ein Haarband. Das sieht natürlich ziemlich crazy aus und ich glaube, Animal Print ist ja aktuell so angesagt. Ne? Mein Vibe ist es nicht, aber irgendwie süß, dass es drin ist, erinnert mich so ein bisschen an die 70er, oder? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist der 18. Dezember und da haben wir auch Beauty drin und zwar von Catrice. Ein Cheek Flirt Face Stick, das ist die Farbe 010 Iron Peach. Ist eine schöne Farbe, ne? Also, ja... Ich weiß nicht, ob alle, die den Adventskalender öffnen, diese Farbe so verwenden können. Aber ich finde es ganz hübsch. Kann man auf jeden Fall machen. Das ist ein schönes Produkt. Der 19. Dezember. Oh, ich habe eine Beauty-Ader gefunden, Leute. Von Neonail habe ich einen Color UV Gel Nail Polish drin. Hm. Charming Story ist das hier. Das ist natürlich jetzt schwierig mit 7,2 Millilitern, weil das sehr, sehr explizit ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob alle, die den Adventskalender öffnen, auch Neonails machen. Also ich mache keine Neonails. Und das ist ja wirklich etwas, was du nur mit der Lampe machst und so weiter. Ich glaube, für viele ist es ein Fail. Schade, da hätte ich mir gewünscht, dass die halt einen wirklich normalen Nagellack dann hier reinmachen. Ne? Die Farbe ist nämlich schön, so ein schöner, kühlerer Beereton. Der 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er-Bereich, enthält hier etwas... von Palo Santo. Kamushka X Pacu Studios. Hollywood Premium Incense Sticks aus Peru. Okay, ah, das sind 3 Sticks und die kann man anmachen. Und dann, genau, dann hast du halt quasi durch den Qualm, der dadurch kommt, irgendwie so ein bisschen so ein Mut quasi. Ja, das sind halt so... Holzsticks, ne? Also, ja, wie der Name schon sagt. Ja, Holzsticks halt. Und damit kann man dann meditieren oder sowas. Lass die Flamme 30 Sekunden brennen, auspusten und dann kann man das, den Stick auf eine hitzebeständige Unterlage packen und dann hat man halt diesen Rauch. Wünsche dir etwas und sende deinen Wunsch ans Universum. Ja, süß. Das ist so ein bisschen esoterischer. Der 21. Dezember ist jetzt hier bei mir und da habe ich von Douglas die Earthy Nudes Eyeshadow Palette drin. Ach, krass. Das finde ich richtig krass. Das ist so eine Six-Pan-Eyeshadow-Palette, also mit 6 Pfännchen. Oh, wie schön ist die bitte. Die finde ich richtig hübsch. Das finde ich auch mal richtig was Besonderes, ne? Das ist cool. 6 Schimmertöne, 3 Schimmertöne, 3 matte Töne. Damit kann man richtig schön festlichen Look schminken. Das mag ich. Also irgendwie ist dieser Adventskalender richtig schön und durchdacht.
Mir gefällt der bislang richtig gut, ne? Der 22. Dezember ist ein bisschen überbefüllt, aber das finden wir ja nicht schlimm, würde ich mal so sagen, ne? Hier haben wir von O April was drin. Head in the Clouds, ein Eau de Parfum. Okay, ja, da haben wir eine Probe im Prinzip mit 2 Millilitern. Aber es ist ganz niedlich, finde ich, ne? Und da muss man dann mal gucken, ob einem der Duft gefällt. Aber es passt auch irgendwie so ein bisschen zu diesem... Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, dass man halt quasi Richtung Heiligabend auch immer so ein bisschen ja, überweltlicher denkt, sage ich jetzt mal dazu. Ne? Genau, da haben wir halt ein Eau de Parfum drin und einfach einen Duft. Ich kann jetzt leider nicht so viel riechen, deswegen kann ich euch nicht viel dazu sagen. Ich gehe davon aus, dass es so eine Art frische Wäscheduft ist oder so. Ne? Feiere ich es, dass wir in einem 130 Euro oder 129 Euro Adventskalender eine Parfümprobe drin haben. Nein, also das hätte ich noch cooler gefunden, wenn man das gegebenenfalls mit noch irgendwas anderem kombiniert hätte. Und wenn die da hier irgendwie Augenpatches oder so reingemacht hätten. Das wäre auf jeden Fall charmanter gewesen, finde ich. Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend. Hier haben wir was drin enthalten von V-Sun, Catch the Sun. Eine parfümfreie Sonnencreme ist das fürs Gesicht. Das finde ich auch schön. Hier sind 75 Milliliter drin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, weil wir hatten ja im Prinzip schon Lichtschutzfaktor, aber da war ja hier bei der Creme dran. Ich glaube, dass Eucerin es einfach so als Kombi-Produkt hatte. Ne? Und aber finde ich schön, dass man einfach darauf hinweist, Lichtschutzfaktor ist auch im Winter sehr wichtig. Viele fahren Ski zum Beispiel oder generell im Schnee hält man sich ja auch ganz gerne auf. Und dann ist es ganz gut, wenn man auch mal ein bisschen Lichtschutzfaktor trägt. Ne? Ganzjährig macht das wirklich Sinn. Und jetzt bin ich echt gespannt, was am 24. Dezember in diesem Adventskalender drin ist. Wirklich, wirklich gespannt. Okay, Selected by Kamushka. Das ist eine Handykette, oder? Hey du, damit du deine Hände frei und dein Handy jederzeit griffbereit hast, befestige die Kordel einfach durch den Ladeschlitz deines Smartphone-Cases. Okay, ja, sowas habe ich ja im Prinzip auch. Also ich habe da schon so einen Oschi dran. Da müsste ich theoretisch nur die Kordel dran befestigen. Ja, ne, da kann man die halt so auch Crossbody quasi tragen und so. Das ist ganz praktisch, muss man wirklich sagen. Ist eine schöne 24, weil es eigentlich auch ein praktisches Produkt ist, ne? Aber vielleicht hätte ich dann auch eher so die Ohrringe da reingepackt. Aber das ist halt von Humble But Bold. Deswegen macht es Sinn, dass es hier bei dem Humble But Bold X Kamushka Adventskalender in der 24 drin ist. Und insgesamt, ne, ganz ehrlich, es ist einer der besten Influencer Adventskalender, die es dieses Jahr so gibt, finde ich. Weil der ist durchdacht. Wir haben hier Sachen drin, die im Prinzip auch jeder gut gebrauchen kann. Das ein oder andere, wo man sich denkt, hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht, klar, ja. Aber insgesamt finde ich, dass es ein schöner Adventskalender ist, der auch mal ein paar andere Sachen beinhaltet, dass man auch ein bisschen seinen Horizont erweitern kann. Es sind einfach mal andere Marken drin, es sind auch andere Produkte an und für sich drin und das gefällt mir. Also ich finde den Adventskalender sehr schön. Der ist jetzt leider schon ausverkauft. Das finde ich wirklich traurig, aber der ist auch vollkommen zu Recht ausverkauft. Ne? Was sagt ihr zum Adventskalender? Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und ja, dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!